Sehr geehrter Stocker, als Leiter des SKKM, des staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements und Koordination zivile Sicherheit im BMI, dem Bundesministerium für Inneres, sind Sie ja auch für den Umgang für extreme Ereignisse und eben Katastrophen zuständig, sofern Sie die Gesellschaft betreffen und staatliches Handeln auch notwendig ist. Darf ich Sie mal äh, fragen, wie... Ja, wie Ihre Institution vom Klimawandel und eben von extremen Ereignissen betroffen ist. Und ich würde gerne mit den Extremen beginnen. Aus Sicht des SKKM's und des Ministeriums, was sind denn für Sie Extreme? Am Beginn möchte ich schon auch darauf hinweisen, dass was das, das SKKM als Institution hier macht ist keine Aufgabenstellung im Sinne einer behördlichen Struktur und einer behördlichen Verantwortung, sondern es ist die Vernetzung der zu einem bestimmten Ereignis zuständigen Verantwortungsträger. Das kann der Gesamtstaat sein in Form eines Ministeriums, das kann aber auch das Bundesland X in seiner Zuständigkeit sein. In der historischen Entwicklung haben wir natürlich immer die Naturkatastrophen, die Naturereignisse, Ereignisse in den Vordergrund gestellt. In den letzten Jahren und Jahrzehnten sind natürlich diese technischen Ursachen hinzugekommen, abseits der Man-Made-Ereignisse, Terror und ähnliches, bis hin zum Krieg, das wir Gott sei Dank jetzt seit sieben, acht Jahrzehnten nicht mehr für uns befürchten müssen. Und wenn wir über Krisen- und Katastrophenereignisse sprechen, dann ist im Vergleich zu dem, was wir dann unter Extremereignisse definieren, immer wieder auch die Relation zur Sogenannten Normalsituation herzustellen. Das heißt, ich definiere, ich empfinde für mich als Gesellschaft, als Ortsgemeinschaft, als persönliches Individuum, irgendetwas als Normalsituation und die Abweichung davon, insbesondere wenn sie jetzt herausfordernd wird, kann dann eine Krise oder gar eine Katastrophe bedeuten, indem die ursprüngliche Normalsituation nicht mehr wieder herbringlich ist. Und da gibt es Ereignisse aus meiner Sicht, die halt regelmäßig wiederkehren, an die wir uns gewöhnt haben, unter Anführungszeichen. Also zum Beispiel ein Hochwasser oder eine Lawine für Österreich gesprochen. Beim Erdbeben ist es schon wieder weniger, erst recht, wenn es ein intensives ist. Und wenn dann ein Ereignis kommt, das uns über das, was wir sonst an Krisen oder Katastrophen vielleicht gewohnt sind und regelmäßig wiederkehrend erleben, dann neue Formen oder Intensivere Formen von derartigen Ereignissen im Naturbereich beispielsweise erleben, dann sind das für uns extreme Ereignisse. Ein Stromausfall, den haben wir, den erleben wir gelegentlich. Aber ein Stromausfall in dem sind das ein paar Stunden, vielleicht auch einmal einen ganzen Tag in einer überschaubaren Region, die Stromversorgung ausfällt. Aber für ganz Österreich oder für ein ganzes Bundesland einmal um nur zwei Tage keinen Strom gehabt zu haben, haben wir eigentlich seit den 50er Jahren nicht mehr erlebt. Und das ist sicherlich etwas, in der technischen Hinsicht ein Extremereignis Ereignis für uns. Wenn wir durch den Klimawandel Steinschlag gefahren haben, ist unabhängig von der, von der Intensität, wie wir es für die Zukunft erwarten, aber wir sehen, dass sich das, dass das steigert, dass das auch häufiger der Fall ist, aber wir werden damit umgehen können. Aber wenn wir jede Woche durch Klimaveränderungen, durch stärkeres Zu- und Auftauen durch stärkere Wetterextreme, Steinschläge erleben, wo wir regelmäßig mit Todesopfern konfrontiert sind, dann sind wir ja nicht mehr in der Normal, auch nicht in der gewohnten Krisen- und Katastrophensituation. Dann würde ich das wieder als Extremereignis bezeichnen. Würden Sie sehen, dass sich im Sinne der Extremereignisse dann für Ihre Institution etwas geändert hat in Österreich? Ja, würde ich schon meinen. Einerseits werden uns manche Veränderungen und äh, zukünftige oder aktuelle Herausforderungen bewusster. Es geht nicht mehr nur um das Hochwasser beispielsweise, dass wir vielleicht auch doch mit einer gewissen Vorlaufzeit erkennen können, sondern dass wir sehr lokale Starkregenereignisse hatten, die wir so in dieser Form und Intensität vorher nicht oder kaum hatten. Und mit denen müssen wir öfter rechnen, dass dann plötzlich eine Ortsfeuerwehr, ein einzelnes Gemeindegebiet von einer derartigen Regenbelastung gefordert ist, die man sonst nur für den Bezirk oder für einen Teil eines Bundeslandes gesehen hat. Das heißt, das steigert dann natürlich auch die Einsatznotwendigkeit, auch das Potenzial der Aktion und Reaktion. Das andere ist, dass sich doch auch Gefahren verändern. Wir waren doch in den letzten Jahrzehnten in Österreich sehr begünstigt, hatten die eine oder andere Naturgefahr. Aber die technischen Ursachen, auch im Sinne der Globalisierung, wieder am Beispiel der Stromversorgung oder generell der Energieversorgung, der wirtschaftlichen Daseinsfürsorge, die, der Abhängigkeiten, ist größer geworden. Und damit natürlich auch die Anfälligkeit derartiger Störungen. Und dann ist man in einer Krise oder Katastrophe, wenn irgendwo zum Beispiel Tankstellen ausfallen oder wenn ein Bankomatnetz nicht funktioniert und dann sind wir weit weg von den Natur gefahren, sondern sind wir bei den technisch Verursachten. Ausfällen, die wir auch so in dieser Form nicht kannten bisher und die natürlich eine neue Herausforderung für uns darstellen, auch für Behörden oder Organisationen, Ministerien, die sich so bisher nicht im Krisenmodus oder gar im Katastrophennotwendigkeitsmodus gesehen haben. Aber wenn dann plötzlich die Geldwirtschaft ausfällt, dann ist natürlich ein Finanzministerium, eine Notenbank und so weiter gefordert, ohne dass sie jemals aber in der Vergangenheit wirklich Krisenmanager spielen mussten diesem Ausmaß und in dieser Dimension. Im Sinne des Bevölkerungs- und Zivilschutzes müssen hier Änderungen durchgeführt werden, Adaptierungen im Sinne der Institution, im Sinne des SKKMs. Oder würden Sie sagen, das, was momentan, wie, wie es aufgebaut ist, wie es strukturiert ist, ist vollkommen ausreichend, um die neuen Gefahren? Oder auch die neuen Intensitäten, um damit umgehen zu können. Also in meinen Augen ist auf jeden Fall Veränderung notwendig und auch schon eingeleitet worden und aus meiner Sicht auch geboten. In welcher Hinsicht? Die, das SKKM in seiner Entwicklungsstruktur und von seiner Ausgangssituation war ja stark am Schlagwort des Zivilschutzes. Ausgerichtet, der Zivilschutz als eine Aufgabe in einer kriegsähnlichen Situation die Bevölkerung zu versorgen. Den Begriff Bevölkerungsschutz kennt man im deutschsprachigen Raum, aber wenig im österreichischen deutschsprachigen Raum. Wir haben da immer alles unter Zivilschutz subsumiert, aber eigentlich müsste man das auseinanderhalten und Bevölkerungsschutz ist eigentlich die Aufgabe in nicht kriegerischen Krisen oder Katastrophensituationen, also klassisch Naturgefahren, technische Gefahren, die Bevölkerung bestmöglich zu schützen oder ihr zu helfen, und da ist sicherlich das Aufgabengebiet größer geworden. Es hat sich verändert. Und, und jetzt komme ich noch einmal auf diese Ursprungsausgangssituation zurück: Es ist nicht mehr ausreichend, wenn man meint, dass sich hier die Behörden zueinander vernetzen, allenfalls unter Einbeziehung der Rettungs- und der Feuerwehrorganisationen, die in Österreich sehr breit auf dem freiwilligen Wesen aufgestellt sind, sondern es ist notwendig, hier einerseits die Wissenschaft und Forschung hineinzubringen. Das kann die Behörde nicht mehr leisten, das hat sie auch in der Vergangenheit nicht leisten können, aber es kommt jetzt deutlicher zum Ausdruck, dass wir da diese Partnerschaft auch brauchen, ja nicht, was ja nichts verändert an der Verantwortlichkeit der Behörde, aber sie braucht einfach diesen Support, diesen Mantel, diese Unterstützung von allen Seiten. Und das Zweite ist, dass man natürlich auch die sogenannte kritische Infrastruktur mit ins Boot holen muss, auch mit ins Boot geholt hat, weil früher war halt ein Ministerium zum Beispiel für eine Ölversorgung zuständig, heute ist das privatwirtschaftlich organisiert und die sind auch, diese Unternehmen sind auch gehalten aufgrund der Gesetzeslage privatwirtschaftlich zu agieren, damit auf Gewinn und Umsatzorientierung zu achten und nicht äh, hauptsächlich auf das Thema, Versorgungssicherheit, auch wenn das vielleicht da und dort leicht im Gesetzesmaterial angedeutet ist, aber es ist grundsätzlich eine marktwirtschaftliche Orientierung. Und deshalb also brauchen wir dann auch zur Bewältigung von Situationen genau diese Unternehmen auch mit im Boot. Denn die Behörde alleine wird es nicht, auch technisch nicht, schaffen können. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf die Einsatzkräfte, die ja neu gefordert sind. Das, so habe ich das vorhin verstanden. Wie gehen Sie denn als SKKM damit um, dass die Einsatzkräfte neuen Themen ausgesetzt sind und äh, um eben die entsprechenden Personen eben auch im freiwilligen Bereich äh, bestmöglich zu schulen? Haben Sie da spezielle Maßnahmen initiiert im Kontext von zunehmenden Extremereignissen? Also wir selbst unmittelbar aus dem SKKM-Bereich heraus sind ja nicht zuständig für die Aus- und Fortbildung dieser Kräfte, sondern das ist im Regelfall Landessache, weil ja das Rettungswesen Landessache ist, das Feuerwehrwesen Landessache ist. Was wir aber schon tun, ist die Vernetzung auch auf nationaler und internationaler Ebene zu propagieren. Und wir haben ja eine Basisausbildung mit den SKKM-Modulen an der Zivilschutzschule in der Sicherheitsakademie des Innenministeriums etabliert. Und da gehen wir schon auch diese Schritte weiter, um beispielsweise auch im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit diese Notwendigkeiten auch im Krisenmanagement hier Erweiterungen zu treffen. Die Verantwortung für die Ausbildung selbst liegt aber, das muss man ganz offen sagen, in den Landesbereichen, aber sie ist herausfordernd. Weil, und auch das ist dann ein gesamtösterreichisches Thema, einerseits natürlich die freiwilligen Strukturen sich verändern. Wir kennen ja nicht nur bei den Einsatzorganisationen, sondern in vielen Lebensbereichen, Gott sei Dank, ein engagiertes Freiwilligenwesen in Österreich. Zweitens, die nicht institutionalisierte Organisation im Freiwilligenwesen nimmt auch zu. Also diese klassische Nachbarschaftshilfe oder man ist jetzt temporär dabei, aber will sich nicht wie bei einer Feuerwehr oder bei einem Rettungsorganisation über Monate oder Jahre verpflichten. Auch dem müssen wir Rechnung tragen. Und drittens, gerade im Feuerwehrbereich und bei den technischen Ursachen. Die Menschen sind mobil. Der Wohnort und der Arbeitsort sind oft kilometerweit auseinander. Also ich kann nicht erwarten, dass bei der Mobilisierung einer Feuerwehr wirklich auch alle Feuerwehrkräfte in der Nähe sind. Um überhaupt hier örtlich agieren zu können. Das heißt wir brauchen auch hier eine gewisse größere, einen größeren Überblick, eine größere Struktur für die Einsatzfähigkeit der Einsatzorganisationen. Ich höre heraus, dass es schon auch neue Herausforderungen gibt für Einsatzkräfte, aber auch für Sie als Behörde. Sie haben gerade eben die sozialen Medien zum Beispiel genannt und die Rolle. Sie haben die Freiwilligkeit genannt, die begrenzt nur ist. Ähm, können Sie das mal in drei, vier Bereiche vielleicht mal nennen, wo Sie sagen, also das sind jetzt wirklich Dinge, die wir vor zehn Jahren oder 15 Jahren noch nicht in der Form behandelt haben und was noch nicht in der Form ganz zentral war? Für uns. Also, sprich, was sind Herausforderungen, die jetzt neu dazugekommen sind, vielleicht auch betrieben über die Extremereignisse? Also, die rasche, vielleicht manchmal auch zu rasche Information an die Öffentlichkeit über die neuen Kommunikationsmöglichkeiten ist sicherlich eine Herausforderung. Weil da vielleicht manchmal falsche Eindrücke entstehen, weil sie auch Druck aufbauen auf die Einsatzkräfte, weil sie Informationen vorwegnehmen, die noch gar nicht gesichert sind und die dann vielleicht nachher korrigiert oder erst äh, überhaupt vorab verifiziert werden müssen. Also dieser Umgang dann auch, auch mit den eigenen Möglichkeiten, die man ja, die jede Einsatzkraft, jede Frau, jeder Mann, der sich, die sich hier engagieren schon am Handy selbst mit hat, ist sicherlich auch in der Koordination. Eine Herausforderung. Das andere ist natürlich, die Mobilisierung ist über die sozialen Medien natürlich dann mit einfacher geworden. Man erreicht über einen Knopfdruck viele, die wir hier dann einbinden können. Ein zweites ist, auch die Bedienung von Gerätschaften ist teilweise ein Generationenproblem, gerade im Feuerwehrwesen. Wenn heute Feuerwehrautos mit digitaler Technologie ausgestattet werden, um beispielsweise eine Pumpe in Betrieb zu nehmen, dann wird das vielleicht für die jungen Feuerwehrmänner und Frauen eine Selbstverständlichkeit sein. Aber für den 50-, 60-jährigen Feuerwehrmann, der sich seinerzeit, wo es nur Feuerwehrmänner gegeben hat, mit diesem Technik auseinandergesetzt hat, ist das Neuland. Und der kennt das ganz anders und gerade in der Erstphase, wo man vielleicht nur zu zweit, zu dritt einmal einen ersten Einsatz beginnt, kann das durchaus auch ein Hemmnis sein. Was wir auch sehen an neuen Herausforderungen, gerade im technischen Einsatzbereich, ist, dass wir immer mehr ungewohnte Einsatzörtlichkeiten bekommen. Also beispielsweise, wenn wir über das Thema Untertage sprechen. Und da rede ich jetzt nicht von den Bergwerkstollen, sondern da rede ich von Tunnel, da rede ich von U-Bahn-Stationen, die jetzt auch in kleineren Städten oder örtlichkeiten durchaus wahrscheinlicher werden. Das heißt, die Einsatzorte und die damit verbundenen ausbildungsphasen auch die stärkere psychische belastung in einem raum der dunkel ist oder in einem raum den man nicht offen erkennt sondern als geschlossene äh, geschlossen, geschlossen wahrnimmt ist sicherlich auch etwas das neue herausforderungen mit sich bringt. und auch da geht es dann darum wieder wie kann ich beispielsweise auf der psychischen seite positiv in diesen einsatz hineingehen andererseits wie sichere ich diese mannschaften ab? Wie kommuniziere ich in solchen Räumlichkeiten, in solchen Bereichen, wo die Verständigung nicht mehr so einfach ist wie bei Tageslicht äh, am offenen Feld oder in der, in der Stadt? Auch das sind, äh, glaube ich, neue Herausforderungen, die immer breiter und immer größer werden, weil einfach gerade im städtischen Bereich diese Strukturen immer deutlicher zutage treten. Reagieren Sie als Behörde auf diese neuen Herausforderungen? Weil Sie haben jetzt das Beispiel Tunnel gesagt. Man könnte ja auch. Wieder auf das Beispiel Naturgefahren, die, die Sturzfluten, ja, die jetzt auftreten in Lokalitäten, wo es früher nie Sturzfluten mhm. gegeben hat. Das heißt, auch da finden ja im Sinne von Extreme plötzlich mhm. ganz neue Einsätze in neuen Formen, an neuen Orten statt. Wie reagieren Sie denn darauf als SKKM? Also wir, es gibt eine Reihe von Forschungsprojekten, die sich etwa mit diesem Thema beschäftigen. Da sind wir Teil dieser jeweiligen Konsortien oder dieser Projektgruppen, die sich hier engagieren. Wir versuchen auch zu sensibilisieren. Vielen Ortsfeuerwehren wird es ja bewusst, wenn sie plötzlich bei einem Tunnelausgang als zuständige Feuerwehr in die Pflicht genommen werden. Das heißt, es gibt dann die Notwendigkeit erweiterter Ausbildungen, erweiterter auch Bewusstseinsmachungen, dass hier neue Aufgaben vielleicht ante stehen. Sehr oft ist auch die Vernetzung auf einer überregionalen Struktur notwendig, also zwischen den Bezirken oder auch zwischen Bundesländern. Denken wir jetzt nur an den Beispiel des Semmerings mit seinem Tunnelsystemen. Das heißt, die Koordinationsaufgabe, dieses zueinander abstimmen, dieses ineinander übergreifen und um zu sehen, dass natürlich zwar die föderalen Strukturen nicht geändert werden, aber doch in einer gewissen Überregionalität auch zueinander, ineinander greifen müssen und sollen, wie Zahnräder. Das ist sicherlich eine neue oder eine erweiterte Herausforderung, die in anderen Bereichen selbstverständlich ist. Also beim Donauhochwasser, da brauchen wir jetzt nicht mehr darüber sprechen, ob das jetzt an der Landesgrenze X oder Y ist. Aber im Tunnelbereichen und so weiter sehen wir, dass da, dass hier wieder neue Abstimmungen notwendig sind und auch Bewusstseinsmachung. Das sind sicherlich auch Herausforderungen, die wir im sage ich, freien Feld so bisher historisch zu leben gelernt haben. Also, beispielsweise, auch wenn zwischen Slowenien und Kärnten äh, im alpinen Bereich im, bei einem Seilbahnen oder bei einem Waldbrand Schwierigkeiten bestünden, dann kennt man sich, man weiß miteinander umzugehen. Im Tunnelbereich, beispielsweise im Untertag, ist das noch selten und eine der neuen technischen Herausforderungen. Und jetzt nochmal ein bisschen fokussiert auf den Klimawandel und auch entsprechende Extremereignisse resultierend aus dem Klimawandel. Wie Sie gesagt haben, diese Prozesse hören ja auch nicht an Staatsgrenzen auf oder an Landesgrenzen. Gibt es denn da spezielle Herausforderungen für Sie als Behörde, wo man einen Abstimmungsbedarf? durchführen muss mit den angrenzenden Ländern oder gar auch auf EU-Ebene, obwohl man ja als Ministerium ja eigentlich bundeshoheitliche mhm. Aufgaben innehat? Also ich in meinem SKKM-Bereich habe auch die Aufgabe, auf der europäischen Ebene diese Anbindungsstelle für internationale Katastrophenhilfe wahrzunehmen. Das heißt, in der gegenseitigen Unterstützung anderer Staaten, auch durch die Kooperation von Brüssel aus, nehmen wir daran teil und bringen uns hier ein. Daneben gibt es, mit Ausnahme Italiens, zu allen Nachbarstaaten bilaterale Verträge, die auch diese gegenseitige Unterstützung im Bedarfsfall und auch im Übungsfall normieren. Und auch da sind wir dann als SKKM und damit als Innenministerium in dieser koordinierenden Rolle drinnen. Mhm. Bei den durch den Klimawandel neue auftretenden Ereignissen, also der Starkregen, dann haben wir also diese, ähm, diese, diese starken, sehr lokalisierten Regenfälle, haben wir schon angesprochen, sind sicherlich eine Herausforderung, aber sie bewirken letztlich eine Überschwemmung, überflutete Keller. Das sind noch Ereignisse, auch wenn sie jetzt sehr lokal konzentriert sind, mit denen wir insbesondere auf der operativen Ebene umgehen können. Das können wir in Österreich. Da, glaube ich, sind wir sicherlich sehr, sehr hoch, auf sehr, sehr hohem Qualitätsniveau weltweit. Aber es gibt andere Ereignisse, die durch den Klimawandel vielleicht stärker hervortreten. Das Gegenteil des Starkregens ist die Dürre. Wir haben sie in den vergangenen Jahren da und dort schon erlebt. Wir haben jetzt einen sehr feuchten Frühling hinter uns, aber wir werden sehen, wie sich der Sommer entwickelt. Insbesondere dann im Osten, Nordosten Österreichs, wenn da mal wochenlang keine Regenfälle sind, wenn aber gleichzeitig aus dem Grundwasser heraus in der Landwirtschaft intensiv bewässert wird, dann stellt das nicht nur vielleicht auf der landwirtschaftlichen oder auf der gesellschaftspolitischen Ebene eine Herausforderung dar, sondern die Trockenheit, die dann verursacht, dass man Ernteausfälle hat, dass man beispielsweise das Vieh ähm, mit Nahrung nicht mehr so versorgen kann, wenn Heuwegfeld und dergleichen. Das sind dann schon Herausforderungen, die weit über die eigentliche Naturgefahrenebene hinausgehen, aber trotzdem dann ein gesamtstaatliches und umständen gesamtstaatliches vernetztes Handeln erfordern. Ein anderes Beispiel für Auswirkungen klimatologischer Veränderungen sind beispielsweise Hitzewellen, lang anhaltende. Überdurchschnittlich warme Temperaturen, überdurchschnittlich jetzt bezogen auf den österreichischen Raum, die dann in der Gesundheit der Bevölkerung Auswirkungen haben und man dann über einen längeren Zeitraum von einigen Monaten auch von Hitzetoten spricht. Das wird auch nicht sofort und unmittelbar wahrgenommen. Das ist auch jetzt keine Situation, wo gesamtstaatlich koordiniert werden muss. Aber wir nehmen es jetzt wahr, dass wir hier ein Ereignis haben dass durchaus sehr viele Menschen auch das Leben kostet und man sich natürlich dann auch die Frage stellt, wo kann man denn Prävention da ansetzen? Was heißt das in der medizinischen Belastung, in der Auslastung von Intensivbetten? Was kann man in den Haushalten, in den auch Krankenhäusern, in sonstigen öffentlichen Einrichtungen tun, um hier vor einer extremen Hitze, die, die Gebäude besser zu isolieren, zu schützen. Das sind natürlich auch Wahrnehmungen, die wir haben im gesamtstaatlichen Krisen- und Katastrophenmanagement, die auch in der österreichischen Risikomatrix zum Ausdruck kommen, weil wir hier in der Vergangenheit ja doch schon Jahre hatten, wo man sagt, da gibt es Auffälligkeiten, dass durch die Hitze dann, insbesondere von ohnehin bereits gesundheitlich angeschlagenen Menschen, dann das, das den Ausschlag gegeben hat, dass sie auch leider verstorben sind. Herr Stocker, Sie haben jetzt verschiedene Herausforderungen aufgeführt. Ich nur mal ein paar nochmal zu nennen: die, die Sturzfluten, Starkregen, die Hitze, äh, Betroffenheit von großen Regionen, Waldbrände wurde vorhin mal so äh, erwähnt. Ähm, wenn man das mal rekapituliert und sich überlegt, wie Sie als Institution damit auch zukünftig umgehen müssen, gibt es denn was, wo Sie der Meinung sind, also in in diese Richtung ähm, sollten wir uns entwickeln oder hier sollte man bestimmte Strukturen weiter ausbauen? Oder, oder würden Sie sagen, so wie die, die momentane Struktur ist, ist es vollkommen ausreichend, um auch die neuen Aspekte des Klimawandels und der Extremereignisse zu adressieren? Jetzt perspektivisch gedacht mal für die nächsten. 10, 15 Jahre? Also, in meinen Augen ist diese Koordinationsaufgabe, diese Kooperationsaufgabe im staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagement nie eine stillstehende Aufgabe, sondern etwas, das sich ständig weiterentwickelt. Und die Weiterentwicklung würde bedeuten, dass wir auch die rechtliche Verankerung dieser Aufgabe stärker in den Vordergrund rücken. Wir haben kein wirkliches rechtliches Gebilde, das das festlegt, auch in welchen Strukturen wir hier arbeiten wollen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir uns im gesamtstaatlichen Kontext auch überlegen müssen, als zweiten Punkt, wie wir denn in der Kommunikation zwischen den einzelnen Behörden und Verantwortungsinstitutionen umgehen wollen. Wir verlassen uns auf den öffentlichen Markt in der Kommunikation und die Frage und wie ich meine auch die Herausforderung wird sein, ein eigenes gesichertes Kommunikationsnetzwerk zu etablieren, wobei meinem Dafürhalten nach nicht nur die Behörden von Ministerien über Bundesländer bis vielleicht auf Gemeindeebene miteinander vernetzt sind, sondern wo man auch kritische Infrastruktur oder auch die eine oder andere Wissenschafts- und Forschungsinstitution mit hineinbringt um im Falle des Falles, auch selbst bei Stromausfall, miteinander kommunizieren, dirigieren, anleiten, Rahmenbedingungen schaffen kann. Und ein dritter Punkt ist, dass wir auch die Resilienz in der Bevölkerung erhöhen müssen. Wir haben da zaghafte Schritte begonnen. Das Letzte, was in meinen Augen in den Köpfen der Bewohner in Österreich als Resilienz vorhanden ist, war die Atomgefahr oder ist die Atomgefahr auch mit damals durchaus direkten Vorschriften im Bauwesen bis hin zu so abschottbaren Räumen, die man im Keller errichten musste. Das ist wieder weggefallen. Und ich glaube, dass man dieses Denken durch etwas Neues ersetzen müsste, nämlich zu sagen, ganz gleich, welche Gefahr einmal eintritt, ich sollte als Haushalt, als Kleinunternehmer, als Familie auf einen Zeitraum idealerweise bis zu 14 Tagen vorbereitet sein, um, zu, um sagen zu können, da kann ich mich jetzt selbst. Die Menschen, die in diesem Haushalt leben, mit ausreichend Nahrungsmitteln, mit ausreichend Flüssigkeit, mit ausreichender Medikation und all das, was ich täglich brauche, auch versorgen. Dass, wenn wir das schaffen würden, auch als neues Bewusstsein im Zivilschutz, im Bevölkerungsschutz zu etablieren, dann wären wir auch sehr gut gewappnet, unabhängig davon, ob wir über eine technische Katastrophe, über eine Krise im Naturbereich oder sonst ein Ereignis, das die gewohnten Lebensverhältnisse von einem Moment auf den anderen vielleicht verändert äh, entgegensehen müssen. Herr Stocker, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke. Gerne, vielen Dank.